Hallo liebe Freunde, liebe Leser unserer Werte, unserer Messungen. Ich wollte mich heute mal wieder an euch wenden, weil vieles mein Herz berührt. Ja, im Moment ist es so, dass die Schwingung seit ein paar Wochen extrem ansteigen. Und viele schreiben mir, ja, was das soll und wie es weitergeht. Heute hat jemand geschrieben, ja, wann ist das Event? Ich finde das immer so lustig. Wenn ich das wüsste, glaub mir, dann würde ich bestimmt nicht hier sitzen, an dieser Stelle. Denn jetzt im Moment ist an dieser Stelle mein Platz seit über 10 Jahren, wo ich sozusagen diese Aufgabe mir zugeteilt wurde, diese Messungen zu machen. Am Anfang war ich schon ziemlich konfus, weil ich gedacht habe, warum gerade ich und warum gerade diese Messungen. Manchmal sind es Tage, das kommt aus einem monoton vor. Immer dasselbe zu schreiben, immer dasselbe zu posten, dass es gestiegen ist, gestiegen ist, gestiegen ist. Und dann habe ich meine Zwiegespräche mit Joshua. Und das Schöne daran ist, Joshua antwortet mir immer und da bin ich wirklich glücklich drüber. Immer nachdem ich mich dann energetisch gereinigt und dann diese Schwingungen angepasst habe von Mutter Gaia oder aus dem Universum, dann bitte ich ihn immer dann, mir Klartext zu reden mit mir, um zu wissen, wo wir stehen, wie weit wir sind und wann, wann denn endlich diese großen Veränderungen von Gaia kommen. Wann treten sie ein, dieses sogenannte Event? Dabei bekomme ich dann immer dieselbe Antwort. Oder fast dieselbe, wenn ich nachfrage, ausführlicher oder weniger ausführlich, wenn ich nicht nachfrage. Aber Joshua sagt immer was ganz Präzises. Ihr lebt schon lange mitten im Event drin. Ja, und das ist das, was viele, viele Menschen nicht begreifen. Wir selbst sind ja Teil dieses Events und wir selbst verändern unsere Zukunft, indem wir reagieren auf diese Schwingungen. Wehre ich mich gegen diese Schwingungen, ganz klar, dann habe ich keine Chance zu wachsen. Passe ich mich vom Körper her, von der Zellstruktur her, von unserer DNA-Struktur her, bin ich gewillt, mich da anzupassen an diese Schwingung. Tagtäglich, manchmal mehrmals am Tag, manchmal 50 Mal am Tag, manchmal 100 Mal am Tag. Ja, das ist das Wichtigste. In dem Moment, wenn wir das tun, dass wir uns anpassen, haben wir einen großen Vorteil, dass wir mit diesen Frequenzen, mit diesen Schwingungen mitwachsen können. Da fragen mich viele Menschen, die mir nahestehen oder Freunde, fragen mich dann, ja, Gio, bitteschön, was machst du denn selber? Wie geht's dir gesundheitlich? Wie verträgst du selber diese Schwingung? Ich kann immer nur das eine sagen, mir geht's wunderbar. Warum? Ja, weil ich mich nun mal so oft reinige und anpasse. Alle diese Menschen, die mich jeden Tag kontaktieren, die Problemchen hier haben, Problemchen da, ja, denen helfe ich ja mit göttlichem Prana, was ich ihnen zusende oder mit ihnen aufbaue, in ihrer Seele, in ihrem Körper, in ihrem Umfeld, ja,
durch diese Reinigungen? Mache ich da große Schritte selber immer am meisten vorwärts? Und das sollte uns bewusst sein. Wir bestimmen, was abgeht in der Zukunft und nicht irgendwelche Chemtrails von Menschen gemachtes Wetter, auch kein 5G, wo so eine Panik drauf gemacht wird. Klar ist dieses 5G schädlich, wird auch sehr viele Menschen und Tiere töten, ja, aber nur so weit, wie Gaia das zulässt. Denn Gaia ist maßgeblich dafür, dass sie sich dann, oder dass sie dann sagt, als unsere Mutter, jetzt ist Schluss. Jetzt habt ihr genug Unheil angerichtet, ihr Menschen. Jetzt wird auch eure gesamten Netze flachgelegt. Ne? Ich gebe nur ein Beispiel, da kann mit Hilfe der Sonne Gaia arbeiten. Ein kleiner Sonnensturm, husch, und schon leben wir hier wieder. Also nicht energetisch gesehen, aber technisch gesehen leben wir dann wieder im tiefsten Mittelalter und können uns besinnen, was wir Gaia angetan haben. Ihr wisst selber aus Erfahrung oder vom Hören sagen, der Mensch braucht wieder einen Krieg, ja, dass es wieder besser geht. Nun, dieser Krieg, den der Mensch braucht, der ist in vollem Gange. Ja? Wenn ihr mal auf dieser Facebook-Seite oder im Internet auf unserer Webseite ist sie auch verlinkt, guckt, wo ich nicht jeden Tag poste, aber manchmal muss ich da so einen kleinen Review machen, dass man sieht, was da alles passiert dann in der ganzen Welt. Und das ist so gewaltig, wenn man da sieht, dass es in Moskau, wo jetzt in einer Periode, wo schon sommerliche Temperaturen sein sollten, genauso wie in Amerika, da ist Schnee, da ist Sturm, da ist solcher Hagel, da sind in Arabien Heuschreckenflaggen bis zum geht nicht mehr. In anderen, in der Wüste tut sich der Boden auf, sprudelt Wasser hervor und große Teilungen erfolgen von den Kontinenten. Erdbeben immer wieder stärker, besonders die letzte Woche, sollten wir uns mal die Mühe machen, das zu gucken. Wir gucken sonst jeden Blödsinn, ja, der unwichtig ist für unser Leben. Guck mal diese Sache nach, prüft sie nach, ob das, was ich dann so vom Stapel da lasse, ob das alles stimmt. Guck diese Dinge nach selber und glaub bitte nur ja nicht den Medien, denn die sagen gar nichts. Doch, wenn da ein Schiff gerammt wird und was eine logische Schlussfolgerung ist, unter Wasser gedrückt wird, leider ist es schade für die Gutmenschen, die dabei waren, die dann ertrunken sind. Da können wir schon Mitgefühl haben, nicht Mitleid, Mitgefühl, sodass wir nicht in diesen Sog von diesen Energien hineingezogen werden. Dann habe ich noch eine Sache auf dem Herzen, die ich unbedingt loslassen will. Die Menschen werden immer gleichgültiger auf der einen Seite, werden aber von den Medien auch hochgerissen auf einer grünen Welle und dann mehr und mehr von diesen Dingen selbstverständlich zu proklamieren nach außen, dass viele Menschen denken, ja, dadurch passiert einiges. Es wäre zu hoffen, dass dadurch einiges passiert. Aber ich muss dazu sagen, dass wenigstens passiert, solange wir nicht selbst uns verändern. Jeder sich selbst. Da können noch so viele Millionen auf die Straße gehen. Wenn diese Millionen, die auf die Straße im Moment da gehen, mit dieser grünen Bewegung oder
Gelbwesten oder sonst was, wenn allein diese Menschen, alle, es wird schon eine Riesenmenge, von heute auf morgen sagen würden, ja, okay, wir ziehen die Konsequenzen und wir ziehen die Konsequenzen zuerst mal bei uns. Wir werden gar kein verpacktes Gemüse oder sonstige Sachen mehr kaufen. Wir werden versuchen, unser Obst und Gemüse wieder selber zu ziehen. Wir werden kein Fleisch mehr essen, das heißt kein Tier töten für uns und unsere Haustiere und so weiter und so fort. So kann man das unendlich ausbreiten, was diese Menschen, diese riesen Menge an Menschen direkt buchstäblich tun könnte. Aber tun die es? Nee, bestimmt nicht. Es bleibt nur bei diesen Demonstrationen und die Politik belächelt das Ganze. Manchmal wird einer persönlich angeschubst oder getriggert, sage ich mal so. Und dann kommt eine Reaktion zustande, aber auch nur verbal oder im Netz. Und mehr geschieht meistens da gar nicht. Alles verläuft im Sande. Also wo liegt denn die Veränderung? Wo ist denn jetzt dieses Event, was wir uns herbeisehnen? Nun, es ist in jedem seinem Herzen drin, dass wir selber hingehen und Veränderung erschaffen. Ja? Im Denken, in dem, wie wir umgehen, im Denken ist das, was Gedanken sind bei uns und in uns, da sollen wir nicht negative Gedanken nähren, sondern kommen wir in eine Situation, wo wir fühlen, da ist Druck, da ist Belastung, dann geht doch einfach hin, denkt an eine Energie, die ihr mal erlebt habt, die wunderschön war, positiv, meinetwegen auf einer grünen Wiese sitzen, mit euren Kindern oder Partner, das genießen, die Sonne am Körper fühlen, die herrlichen Duft des Grases, eventuell Kleintiere beobachten und so weiter. Und dann geht in Gedanken in diese Wiese wieder hinein und diese Energie wird euch zufließen, die euch damals gut getan hat. So sagt man dazu, dass man positiv denken kann. Wenn ich mich aber über die Nachbarn Katze ärgere oder dass der wieder ein Spanferkel grillt, dann bin ich genauso negativ in meinen Gedanken und ich bin bei ihm mit Futtern, obwohl ich ein Gegner von diesen Dingen bin. Aber im Energiebereich habe ich mich da eingeklinkt und mir geht es dann nachher ganz schlecht. Ja? Und dann sagt man manchmal, ja, das war dem Nachbar seine Schuld. Nein, das war nur meine eigene, mea culpa war das, nichts anderes. Und wenn wir das steuern, ganz präzise, geht es uns wunderbar. Dasselbe ist mit diesem Geschrei wegen Impfungen. Steht einfach dazu und seid konsequent, ja, und lasst das zu, was eure Seele sagt, das angenehm für euch ist. Dann davon mal abgesehen, alles, 5G, Implantate, alles kann man bereinigen mit mentaler Kraft. Das ist das, was wir in unserem MF2 immer anbieten. Seit über 10 Jahren machen wir das erfolgreich. Die Leute sind weniger geworden, wo wir jetzt diese Workshops machen, weil wir präzise auswählen, wer das dann lernen dürfte oder könnte. Und alle, die freiwillig zu uns kommen, wurden immer und hoch bedient dabei. Und wenn man diese Methode, die von Joshua inspiriert damals gechannelt wurde, das war damals, wo ich in Sizilien meine Auszeit genommen hatte. Und diese Dinge, die habe ich da reinbekommen und habe die damals
praktiziert und angefangen zu praktizieren. Mit meiner Frau Ulrike haben wir das dann mit göttlicher Hilfe richtig ausgearbeitet und tun das heute noch, praktizieren und anwenden. Die Technik bleibt auch bei uns nicht stehen. Und darum haben wir diese Workshops mittlerweile nicht mehr so veranstaltet wie früher, sondern wir haben diese Workshops jetzt, dass sie über Skype in 4,5 bis 5 Stunden mit einer kleinen Pause dazwischen getätigt werden. Und alle Menschen sind ganz stark zufrieden mit dem, was sie lernen. Wir begleiten diese Menschen dann auch noch auf ihrem weiteren Weg, unterstützen sie, wo wir können. Und das ist Zukunft. Das ist Event in uns selber. Ja? Jetzt noch ein Wort zum Äußerlichen, zum physischen Event. Ganz klar ist Gaia dabei, sich zu reinigen. Wir dürfen nur die Augen nicht so verschließen. Aber auch in dieser Hinsicht sollte keine Panik kommen von unserer Seite. Ja? Und keine Panik mache. Ja? Ich passe schon immer jeden Tag auf, dass ich nicht zu sehr meine Gefühle beschreibe, wenn ich die Werte poste, um ja nur keine Panik aufkommen zu lassen. Manchmal wäre es notwendig, dass ich da ein bisschen mehr verbal reinhaue, was ich aber nicht tue. Gaia ist voll in der Reinigung. Nur diese globale, simultane Reinigung, da fehlt noch der letzte Tropfen im Eimer von Gaia, wo Gaia dann sagt, jetzt ist endgültig Schluss. Dann wird Gaia simultan das, was wir jetzt erhalten, diese 6er oder 8er Erdbeben oder manchmal, wenn es hochkommt, ein 10er, das sind dann diese Schrecksekunden, ja, wo man aufgeweckt wird. Aber dann werden solche Reinigungen, so wie ein Bauer, der sein Feld bestellt, damit alles, was schlecht im da ist, untergepflügt wird und gereinigt wird durch die Regeneration von Gaia. Und diese Kraft hat Gaia. Wir sehen es manchmal in Ausschnitten und nicht eben simultan und global. Das ist dann das sogenannte Event und das wird kommen, so sicher wie ich hier sitze. Auch wenn einige New Age Befürworter dann sagen, nein, wir lösen das alles auf in Licht und Liebe, dann muss ich dazu sagen, meiner Erfahrung nach und meinem Empfinden nach und meiner Vision nach wird das leider nicht so sein können, sondern wir brauchen diese Veränderung buchstäblich im 3D, die uns in diese 5D-Dimension auch physisch buchstäblich bringt. Und das ist sollte unser Bestreben sein. Und wie gesagt, mit all dem, was wir verändern können, sollten wir jetzt anfangen, im Hier und Jetzt. Ich danke euch fürs Zuhören. Wer Fragen hat zu diesem Thema, schreibt mir eine E-Mail oder kontaktiert mich in Skype. Ja. Ich nehme mir dann die Zeit, um mit euch ein bisschen noch mehr ausführlicher zu reden. Wenn das euch gefallen hat, schreibt es darunter. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die über meine E-Mail. Ich werde die auch noch reinsetzen in den Text vom Video, sodass ihr da jederzeit Kontakt haben könnt. Ja. Ich wünsche uns und allen ein wunderschönes Event mit sehr, sehr vielen Menschen, die sich dazu aufrappen, das Event zu leben. Namaste.